Heute geht es einmal um die Golfschwung Basics. Drei Dinge, die jeder wissen sollte, der neu anfängt mit dem Golfspielen oder aber auch der einfach eine ganz einfache Vorstellung davon haben möchte, was beim Golfen wichtig ist. Das Ganze unterteilt sich in Setup, dann darüber, was der Schläger machen sollte und darum, was der Körper machen sollte. Ich zeige euch wie immer simple Übungen zu dem Erklärten auf, damit ihr das direkt anwenden könnt. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben gebt. Mein Name ist Karl Filbock, ich bin Golflehrer im Golfclub Hamburg-Holm und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim kommenden Video. Heute geht es also darum, den Golfschwung möglichst einfach zu beschreiben und dafür sind drei Dinge notwendig. Einmal müssen wir erklären, wie wir möglichst brauchbar am Ball stehen, dann müssen wir beschreiben, wie wir den Golfball an sich bewegen wollen, also was die Arme und der Schläger machen soll, und als Nummer drei müssen wir kurz und ganz simpel erklären, was der Körper denn eigentlich machen soll. Und kommen wir gleich mal zum Setup, und zwar im Setup ist es wichtig, dass wir vorgebeugt am Ball stehen. Das heißt, wir stehen nicht ganz gerade am Ball, sondern unser Körper hat eine leichte Vorbeugung, sonst kommt unser Schläger ja nicht an den Boden heran. Und diese Vorbeugung soll aus der Hüfte kommen. Viel zu häufig sehe ich aber, dass diese Vorbeugung eigentlich irgendwie aus den Knien kommt und dann wird der Oberkörper abgerundet und dann steht man so am Ball, dass das Ganze nicht mehr wirklich funktional ist. Und dafür möchte ich eine simple Übung aufzeigen, wie wir lernen können, sehr einfach uns aus der Hüfte heraus vorzubeugen. Und zwar nehmen wir dazu einmal den Schläger in die linke Hand und tun den Schlägergriff ungefähr in den Bauchnabel. Und jetzt schauen wir, dass wir uns nach vorne beugen und mein Arm bleibt dabei gerade. Wenn ich jetzt einfach nur meinen Oberkörper nach vorne beuge, dann ist es häufig so, dass mein linker Arm sich auch eher, wenn ich den Schläger an der gleichen Neigung halten möchte, dass ich den Arm eher anziehe, anbeuge. Und wenn ich jetzt noch die Knie nach vorne mache, dann stehe ich jetzt genau in dieser unsportlichen Position da. Was wir wollen ist, dass die Vorbeugung aus der Hüfte kommt. Und zwar möchte ich, dass mein Arm gerade bleibt, mein Schläger die gleiche Neigung behält. Und das schaffe ich dann, wenn ich sage, okay, ich beuge mich jetzt aus der Hüfte nach vorne. Das heißt, mein Becken geht leicht oder kippt leicht nach hinten und dann ist es ganz einfach, dass mein Arm gerade bleibt. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist leicht in die Knie zu gehen und dann habe ich eigentlich schon das perfekte Setup. Ja, was brauchen wir für dieses perfekte Setup? Ich mache es nochmal vor, Schläger an den Bauchnabel, Arm gerade und jetzt habe ich das Gefühl, aus meinem Becken heraus nach hinten zu kippen ganz leicht. Mein Oberkörper kommt dadurch ganz leicht nach vorne, minimal in die Knie und jetzt lasse ich meine Arme gerade hängen. Lasse meine Arme gerade hängen. Was noch wichtig ist, neben diesen Armen, die gerade sind, dass grob eine Linie von meinen Achseln über meine Knie in die Fußballen gehen. Ja? Außerdem sollte mein Becken ganz leicht hinter meinen Fersen sein. In der Regel ist dann nicht mehr als ein Schlägerkopfabstand. Ja? Ganz häufig sieht man, dass man eher so am Ball steht, das heißt, das Becken ist viel zu weit hinten. Jetzt wären es 2 bis 3 Schlägerköpfe nach hinten. Also, eine simple Übung. Schläger in den Bauchnabel, Arm gerade, aus dem Becken zurück, ganz leicht in die Knie. Das ist also Nummer 1, der Nummer 1 Drill für das Setup. Punkt Nummer 2 war, wie sollen sich Arme und wie soll sich der Schläger bewegen? Und auch hierfür gibt es natürlich wieder eine einfache Übung. Und zwar nehme ich meinen Schläger und halte meinen Schlägerkopf ungefähr auf Höhe meines Gesichts. Ja. Und was ich jetzt schaffen möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich mein Schläger in der gleichen Höhe um meinen Körper bewegt. Ja, also in der gleichen Höhe um meinen Körper bewegt. Ich möchte nicht, dass mein Schläger deutlich darunter ist oder ich möchte nicht, dass mein Schläger deutlich darüber ist, sondern mein Schläger soll sich ungefähr auf der gleichen Höhe, der Schlägerkopf ist auf der Höhe meines Gesichts, um meinen Körper hin und her schwingen. Dabei sollen meine Handgelenke locker bleiben, dass ich den Schläger schön beschleunigen kann. Wenn mir das gelingt, dann habe ich eigentlich die richtige Bewegung der Arme und
der Hände und des Schlägerkopfes schon vorgemacht, denn dieses gleiche Gefühl kann ich jetzt noch versuchen zu produzieren, wenn ich auf dieser Höhe bin. Das heißt, jetzt will ich wieder versuchen, hier dieses Gefühl zu erzeugen. Dieses Gefühl zu erzeugen, wie sich meine Arme, Hände eben bewegt haben, also um den Körper herum, ohne dass ich jetzt hier signifikant versuche, die Höhe des Schlägers zu variieren. Punkt Nummer 3 ist jetzt nur noch zu klären, wie soll sich der Körper bewegen? Und zwar soll sich der Körper in einer Rotation bewegen. Und da ist immer die einfachste Übung, wenn ich meinen Schläger an meine Schultern lege. Mein Griffende zeigt hier nach vorne. Jetzt gehe ich in mein Setup, das heißt, ich beuge mich aus dem Becken nach vorne, Knie ganz leicht gebeugt. Und jetzt möchte ich bei einer guten Körperdrehung meinen Druck ins rechte Bein bekommen. Und ich sage jetzt, ich drehe mich auf, sodass mein Griffende ganz leicht nach unten zeigt. Und im Abschwung verlage ich den Druck ins linke Bein, rotiere mich Richtung Ziel und habe das Gefühl, dass jetzt eher mein Schlägerkopf leicht nach unten zeigt. Ich mache das Ganze nochmal vor. Griffende zeigt leicht nach unten. Druck geht ins rechte Bein. Endposition. Schlägerkopf zeigt leicht nach unten, also die rechte Schulter zeigt leicht nach unten, Schlägerkopf ist unten. Was ich bei den meisten nicht so guten Spielern sehe, ist, dass das Griffende nicht genug nach unten zeigt und dann passiert immer Folgendes, man steht auf, der Kopf wird größer, das heißt, jetzt ist mein Griffende nicht genügend nach unten, sondern mein Griffende ist nach oben gekommen. Das Ganze möchten wir erzeugen, das hier sehe ich bei den meisten nicht so fortgeschrittenen Spielern. Wenn wir das Ganze jetzt in einer Übung machen, das heißt, ich nehme mein Setup ein, Arm gerade, aus dem Becken heraus in die Knie, ganz leicht die Arme entspannt nach unten und jetzt versuchen, um den Körper, Schulter nach unten und Richtung Ziel, dann kann ich versuchen, mit eigentlich nur 3 simplen Erklärungen den Golfball wunderbar von A nach B zu schlagen. Das Ganze probiere ich jetzt einmal. Wunderbar. Ja, das heißt, versucht den Golfschwung teilweise nicht über zu komplizieren, sondern Setup, dann Arm-Handbewegung, was macht der Schläger und Punkt Nummer 3, wie soll sich der Körper bewegen. Das Ganze könnt ihr mit diesen 3 einfachen Übungen nachahmen. Fassen wir das Ganze jetzt nochmal kurz zusammen. Wenn wir den Golfschwung möglichst einfach erklären wollen, müssen wir einmal sagen, wie stehen wir am Ball, also wie ist das richtige Setup. Dazu wollen wir diese Übung machen, wo wir den Schläger gerade greifen, also Arm ist gerade, Schläger ist ungefähr am Bauchnabel und aus dem Becken heraus soll die Vorbeugung passieren. Punkt Nummer 2 war, wie kann ich den Schläger um mich herum bewegen aus Armen und Handgelenken? Und auch dafür gab es wieder diese einfache Bewegung, wo wir gerade da stehen, Schlägerkopf ungefähr auf Höhe der Augenposition und um uns herum schwingen mit wirklich lockeren Handgelenken, relativ lockeren Armen. Und Punkt Nummer 3 ist, was soll jetzt der Körper eigentlich machen, um den Ball regelmäßig als erstes zu treffen und danach den Boden. Und da hatte ich einmal diese Übung aufgezeigt mit dem Schläger an den Schultern. Erst geht die linke Schulter nach unten, dann geht die rechte Schulter nach unten. Wenn ihr diese 3 Dinge beachtet, dann bin ich mir sicher, dass ihr mit 3 sehr einfachen Gedanken es schaffen werdet, den Golfschwung sehr gut durchzuführen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, auch meinen Kanal zu abonnieren. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald.